Herzlich willkommen zu unserem Kursus Altbayerisch für Einsteiger. Heute Lektion 263, die nächtliche Heimfahrt. Das ist das Ehepaar Gerti und Schorschi Krageleder. Gerti fährt gerade ihren Mann nach Hause, der zuvor beim Zipfelwirt den übermäßigen Konsum alkoholischer Getränke zur Vollendung brachte. Gerti erfreut sich dabei vieler Ratschläge zur Verbesserung ihrer Fahrkünste. China Gruas vom Getriebe. Ich wiederhole, China Gruas vom Getriebe. Zu Deutsch, das Auto mag dich. Und nun erzählt uns Schorschi die vier Hauptsätze bayerischer Beifahrer in weiblicher Begleitung. Wir beginnen mit Nummer 1 und bitte. Hast du schon mal gesehen, dass wir mir einen vierten Gang einhaben? Nummer 2. Ich meine, jetzt Fuß werden wir schneller daheim. Nummer 3. Da vorne müssen wir dann links. Und schließlich Nummer 4. Wo ist denn links, hä? Schorschi hat nun die Freundlichkeit und wiederholt das Ganze noch einmal für uns und seine Gerti. Hast du schon mal gesehen, dass wir mir im vierten Gang einhaben? Ich meine, jetzt Fuß werden wir schneller daheim gewesen. Da vorne müssen wir nach links. Wo ist links, hä? Danke, Schorschi. Und bitte noch einmal. Sehr gerne. Hast du schon mal... Hast du ja, hier die Herrschaftszeiten, dann fahr ich selber. Das habe ich dann vielleicht gerne ein Pfundlager in der Legend, aber gescheit herin müssen. Ich wiederhole, ein Pfund Blaukraut in der Lätschen. Zu Deutsch, du trägst eine unappetitliche Gesichtsmaske. Nun reagiert Schorschi mit einem klugen Schachzug und lenkt die Aggression geschickt auf einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Oh, oh, was ist denn hier für ein Lärmschirr da vorne? Jetzt fahr doch mal zu, du Haumbauer, du! Du hast dir einen Führerschein im Lotto gesehen! Jetzt geh weiter, hupen mal da! Hey, ist der doch verboten, sowas? Ja, der hat ja so einen Scheißtrick zusammenfahren da! Die Polizei schon! Was? Aui! Eine Leuchtschrift am Polizeiwagen bittet unsere beiden Freunde, rechts heranzufahren. Ein Polizist entsteigt dem Wagen und nähert sich dem Ehepaar Krageleder. Sag du ja nichts, ich mach dich schon. So. Grüße Gott. Grüße Gott. Haben Sie vielleicht irgendwelche Probleme? Und nun reagiert Schorschi mit dem wohl typischsten Satz, der einem bayerischen Gentleman in weiblicher Begleitung in einer solchen Situation einfallen kann. Sie ist gefahren. Das war Altbayerisch für Einsteiger. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, dann zur Lektion 264 mit dem Titel Mit dem Ehemann gemeinsam in der Ausnüchterungszelle. Schönen guten Abend.